Hallo Leute, wie ihr seht, bin ich gerade komplett ungeschminkt. Das liegt daran, dass ich heute die 3 Minuten Make-up-Challenge machen werde. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber ja. Ich versuche das jetzt einfach mal und ich zoome euch noch ein bisschen ran und dann legen wir los. So, ich muss jetzt noch mein Handy auf 3 Minuten einstellen. 3 Minuten und die Zeit läuft ab. Jetzt. Okay, ich nehme diese Sephora CC Cream und verteile die im Gesicht. Ich hoffe, ich verblende jetzt alles einigermaßen. Dann nehme ich diesen Sephora Concealer. Verblende. Okay. Dann nehme ich ein Blush von MAC und zwar die Farbe Well Dressed. Ein bisschen Blush. Oh Gott. So. Dann mache ich meine Augenbrauen. Das ist so ein No-Name-Stift. Keine Ahnung. Und ja. Oh Gott, nochmal nehme ich mir mal voll viel Zeit für so Wimpern und Augenbrauen. Ups. Und jetzt muss das alles etwas schneller gehen. Oh, ich hasse das hier vorne, ne? Ja, egal, passt. Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Okay, noch eine Minute und ein paar Sekunden. Jetzt nehme ich, scheiße, ich wollte Eyeliner machen. Okay, ich mache jetzt Eyeliner, ja. Oh, das wird nichts. Egal, ich mache jetzt Mascara. Wie lange habe ich noch? Wie lange habe ich noch? 35 Sekunden. Mal benutze ich auch immer schön brav eine Wimpernzange. Der Eyeliner war übrigens von L'Oréal Paris, dieser Super Slim Liner. Und das hier ist der They Are Real Mascara von Benefit. Okay, die unten tusche ich eigentlich fast nie. Wie lange habe ich noch? 6 Sekunden. Oh, Lippenstift, Lippenstift, Lippenstift. Der ist von Kiko. Nein! Mein Lippenstift ist etwas fehl aufgetragen. Aber egal. Jetzt muss ich erstmal meine CC-Cream wieder zumachen. Nicht, dass sie hier auf mein Bett tropft. Okay. Wow, mein Mascara ist noch nicht trocken. Ja. Hey, dafür, ich zoome euch mal dran, ja. Dafür, dass es 3 Minuten waren, muss ich sagen, finde ich den Eyeliner gar nicht mal so schlecht. Also klar, der ist nicht perfekt, ne? Aber für die paar Minuten voll gut. Voll stolz auf mich. ja. Aber sonst, es geht, ne? Ich konturiere nun mal immer noch und highlighten und bla bla. Und ich habe jetzt auch kein Puder drauf. Aber das war's mit dem Video. Habt ihr Bock, dass ich mehr solche Challenges mache? Oder mal mit jemand anderem zusammen? Oder meine ganz große Frage, habt ihr Bock auf ein Video, wo ich mich ohne Spiegel schminke? Also die No Mirror Challenge.
Wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt mir einen Daumen hoch oder lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!